Wenige Stunden nach dem Anschlag mit einem Pickup in Manhattan hat die Polizei den Täter identifiziert. Er ist 29 Jahre alt und stammt aus Usbekistan. Sein Name wird von Insidern mit Saifullah Saipov angegeben. Laut unbestätigten Berichten fanden Ermittler in der Nähe des offenbar wenige Stunden vor der Tat in New Jersey gemieteten Kleinlasters Notizen, in denen behauptet wird, das Attentat sei im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat verübt worden. Der mit einem Bauchschuss von der Polizei niedergestreckte Mann wurde operiert und antwortete nach offiziellen Quellen nicht auf Fragen. Saipov hielt sich seit 2010 in den USA auf und lebte seither in Florida und in New Jersey, nicht weit von New York. Laut der New York Times hat er eine Arbeitsbewilligung, eine Green Card. Ein Mann aus Paterson, New Jersey. Er lebt seit 3 Monaten hier und wenn man hier viele Leute fragt, niemand kennt ihn. Niemand hat sein Gesicht erkannt. Ich meine, es geht um eine persönliche Situation. Es ist eine persönliche Angelegenheit, dass er das gemacht hat. Mich macht das krank, weil der Islam uns nirgends lehrt, Menschen zu töten. Laut Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, deutet nichts darauf hin, dass der Täter Teil einer Gruppe von Attentätern gewesen wäre und dass weitere Anschläge bevorstünden.